Frau Grundmann bitte an Kasse 4. Frau Grundmann bitte. Schlecht von der ganzen Kleingeld, der ganze Kupferfett an die Hände und noch 1 Cent und
Ach, jetzt fehlen 5 Cent. Nee, dann will ich das alle. Dann lass ich das hier alles stehen. Ich meine, die Alte kann ja wegräumen. Die sitzt ja eh nur auf dem Arsch. Macht ja sowieso. Was ist denn das denn? Das gibt's doch nicht. Das ist eben Pope. Nee, das ist ja wieder nicht. Jetzt hör's auf. Frau Grundmann, bitte zum Probierstand. Frau Grundmann, bitte. Macadamia. Ich öffne die Tube und rieche daran. Es riecht gut. Jetzt träufle ich etwas auf meinen Arm und achte darauf, dass ich es gleichmäßig verteile. Jetzt zieht es ein. Ich nehme noch mehr zwischen meine Handflächen, vermenge es und verteile es gleichmäßig ins Gesicht. Es zieht schnell ein, fettet nicht und duftet. Frau Grundmann, bitte ins Büro. Frau Grundmann, bitte. Abmahnung. Kameras. Ach. Sie sehen das alles, ich verstehe. Hochdeutsch? Ja, ich auch. Kann ich auch. Wie, ich bin noch freundlich. Anders freundlich. Wenn man etwas übergibt, zum Beispiel Geld an der Kasse, dann muss man immer 2 Hände benutzen. Es ist auch erlaubt, den linken Arm an den rechten zu halten. Und dann die Sache mit dem rechten Arm zu übergeben. Niemals die linke benutzen. Bei Kunden zur Begrüßung den Kopf leicht neigen. Bei Respektspersonen eine Beugung aus der Hüfte andeuten. Wenn ich also einen solchen Kunden kassiere, dann muss ich mich sitzend leicht verbeugen. Lächeln nicht vergessen. Guten Tag. Ja, ich freue mich, dass Sie mir Arbeit bringen. Nein, es ist nicht schlimm, dass Ihr Kind die Kekse schon gegessen hat. Ja, ich mache das sauber. Nein, ich möchte nicht mit Ihnen ausgehen. Ja, ich mache Ihnen einen. Nein, ich mache Ihnen keinen Sonderpreis, weil Sie so gut sind. Ja, ich arbeite bis 20 Uhr. Nein, ich weiß nicht wo. Ja, ich tue die Post. Nein, ich weiß auch nicht.